Es ist schön zu sehen, dass die Kinder aktiv sind, dass sie gestalten wollen und dass sie Lust drauf haben, sich Gedanken zu machen und sich ja mit diesen großen Themen auch zu beschäftigen. Und ja, ich, wie gesagt, und Designathon ist so spielerisch angelegt, deswegen finde ich dieses Format auch so genial. Man holt die Kinder einfach dort ab, wo sie sind. Als Kinder, als Gestalter, als offene Wesen. Und Designathon ist ein Format, was das einfach noch verstärkt. Ich bin stolz darauf, dass Haniel das auch hier ermöglicht hat, eben diesen Designathon nach Duisburg zu holen. Ich glaube, da werden wahnsinnig tolle Ideen bei rauskommen, wo wir vielleicht auch jetzt noch nicht, aber vielleicht so in 10 oder auch in 50 Jahren vielleicht nochmal zurückdenken und sagen, ach ja, so eine Idee hatten wir doch schon damals auf dem Designathon. Es ist aber auch ein wichtiges Thema, dass die Kinder lernen, wie Probleme in der jetzigen Zeit und in der Zukunft zu lösen sind, nämlich stärker sich in die Rolle eines anderen zu versetzen, stärker das Problem eines anderen zu verstehen und zu erkennen, Empathie aufzubauen. Und diese Methode Design Thinking, die da auch in dem Hintergrund steht, ist eine Methode, die enorm wichtig ist und ich glaube, ein gutes Rüstzeug darstellt für diese junge Generation, wenn sie später mal ins Leben geht. Und dass globale Herausforderungen auch in einem globalen Team dann gelöst werden sollten. Und dass es kein Thema ist, was nur Duisburg betrifft, sondern ein weltweites Thema und auf diese Art und Weise natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass die Kinder zusammenfinden. Es macht Spaß. Man macht mit Leuten etwas, um in der Welt was zu bewirken. Und das macht halt mehr Spaß, als wenn man zu Hause ist und dort versucht, alleine was zu machen. Also von meinem Empfinden her ist es ein ganz toller Erfolg heute hier gewesen. Also wenn ich die Kinder sehe, die hier so geschäftig sind und an ihren Ideen arbeiten und schon von Anfang an so mit Feuereifer dabei gewesen sind. Und ja, also ich denke, dass das für alle ein voller Erfolg gewesen ist. Ich finde es halt ganz beeindruckend, was für tolle Ideen die Kinder haben und wie weitsichtig und reif diese Gedanken auch schon sind. Und ja, diese Kreativität, die die Kinder an den Tag legen, also das fasziniert mich eigentlich immer wieder. Und ich denke, dass das hier einfach mal eine schöne Gelegenheit ist, wieder was mit den Händen zu gestalten, einfach seine Ideen auszuleben und nachher eben auch wirklich ein Produkt in der Hand zu halten, was dann auch noch einem guten Zweck dient. Also das ist natürlich toll. Ja.